Bevor die Kundgebung nun zu Ende geht, möchte ich zwei Terminankündigungen machen. Die erste Ankündigung ist, am 4.12. Ist der sogenannte Tunnelanstieg in Unterdürkheim. Der findet von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr statt. Und die U-Bahn oder Stadtbahn hält an der Haltestelle Inselstraße. Da ist es dann direkt. Es soll eine Versammlung für diesen Tag beantragt werden. Weitere Informationen erhaltet ihr spätestens am 2.12. bei der 200. Montagsdemo. Aber es gibt sogenannte Honey-Aser 121 riesigen Westen zurzeit kostenlos an den Infoständen. Bitte nehmt sie mit, aber nehmt sie nur mit, wenn ihr an diesem 4.12. auch vor Ort seid. Weitere Risikowesten soll es dann an der 200. Montagsdemo geben. Wie gesagt, kostenlos mitnehmen, nur wenn ihr dort anwesend seid. Die zweite Terminankündigung ist, und zwar am Dienstag, dem 10.12. findet um 17 Uhr am Mahnmal gegen Krieg und Faschismus in Stuttgart eine Kundgebung mit dem Motto für ein Menschenrecht auf Frieden, Waffenexporte stoppen statt. Und nun zu unserem Demozug, da hat es eine gewisse Änderung gegeben, den wird nun Carola Eckstein euch sagen. Ja, hallo, als Versammlungsleiterin muss ich Sie jetzt leider noch über eine besondere neue Schikane des Stuttgarter Ordnungsamtes informieren. Angemeldet ist der Demozug schon seit längerer Zeit auf der üblichen Strecke Bolzstraße, Kronenstraße, Friedrichstraße, Bolzstraße und dann über den Schlossplatz und auf dem Marktplatz der Weihnachtsmarkt aufgebaut war. War angemeldet, ist das offene Mikrofon so auf dem Kronprinzenplatz angemeldet und der Demozug war auch angemeldet über den Schlossplatz, Königsstraße, Mützenstraße zum Kronprinzenplatz. Heute früh rief die Dame vom Ordnungsamt bei mir an, einen schriftlichen Versammlungsbescheid habe ich nicht bekommen. Ja, über den Schlossplatz dürfen wir heute nicht laufen. Deswegen muss ich Sie jetzt leider informieren, dass die Demo die Bolzstraße lang läuft und vor dem neuen Schloss endet. Ich möchte Sie trotzdem ganz herzlich einladen zum offenen Mikrofon, das auf dem Kronprinzenplatz stattfindet. Am schnellsten kommen Sie vom neuen Schloss über den Schlossplatz, die Königsstraße und die Büchsenstraße zum Kronprinzenplatz. Ja, als Demozug ist es leider nicht genehmigt worden, wäre es sinnvoll gewesen. Trotzdem herzliche Einladung zu dem offenen Mikrofon. Es soll heute speziell schwerpunktmäßig zum Einzelhandel gehen. Und insgesamt wird es da auch sicher wieder viele interessante Beiträge geben und vielleicht auch die Möglichkeit, noch was zu den Praktiken des Stuttgarter Ordnungsamtes zu sagen. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, einen schönen Bremerzug, halt jetzt leider verkürzt. Viel Spaß beim offenen Mikrofon und bis nächste Woche bei der 200. Montagsdemo. Oben bleiben!